der sagt, angesichts der Tragödie Zehntausender von Flüchtlingen, die vor dem Tod durch Krieg und Gewalt fliehen und zu einem hoffnungsvolleren Leben aufgebrochen sind, ruft uns das Evangelium auf, der es verlangen lässt, wartet. Ich danke euch von Herzen, dass ihr uns in ihrem Fall und im Fall von Dana eingesetzt habt. Sie haben mich gefragt, glaubst du, das ändert dann etwas? Da habe ich ihr...